Am Donnerstag stabilisiert sich die Wetterlage über Deutschland. Es gibt dann nur noch wenige Gewitter, die sind dann höchstens noch eine Randerscheinung. Und das sehen wir auch hier in der Animation, diese Schauergewitter im äußersten Nordosten, die ziehen ab. Gleiches hier vom Vogtland bis zu den Alpen, das verlagert sich allmählich ostwärts. In weiten Teilen Deutschlands sieht es dann freundlich aus mit einer Mischung aus Wolken und Sonnenschein. Im Norden tendenziell etwas mehr Wolken, da tauchen dann später auch wieder neue Wolkenfelder auf. Aber gerade hier so im äußersten Westen und Südwesten, da bleibt es doch eigentlich den ganzen Tag über freundlich. Und das bedeutet, dass es schon am Vormittag ist. Dafür gibt es dann noch so ein paar Gewitter, etwa vom Thüringer Wald, Harz bis Richtung Oder. Aber auch einzelne Schauer hier vom Raum Hannover bis zur Ostsee sind möglich. Ansonsten in Deutschland eben trocken und am Nachmittag schwächt sich das Ganze eher ab. Verlagert sich weiter Richtung Vorpommern bzw. an die polnische Grenze, auch in die Lausitz. Und dann gleichzeitig aus den Alpen heraus kann sich vielleicht das ein oder andere Gewitter noch ins Alpenvorland verirren. Aber auch das ist nur selten der Fall. In weiten Teilen Deutschlands sieht es tatsächlich freundlich aus mit einem Wolken-Sonne-Mix. Im Norden kommen wir im Schnitt auf etwa 6 bis 8 Sonnenstunden, im Süden etwas mehr. Da sind es verbreitet 9 oder 10 Stunden Sonne. Ja, dann dazu die Temperaturen, durchaus wieder unterschiedlich. Auf Helgoland um die 22 Grad, ansonsten in den Küstenregionen so 24 bis 26 Grad. Verbreitet aber in Deutschland wirklich Sommer bzw. Hochsommer mit 27 bis 30. Am Oberrhein 31 und in Niederbayern sogar bis zu 32 Grad. Am Freitag dann bleibt es bei der Hitze und zwar hier im Osten, in der Mitte und auch im gesamten Süden Deutschlands mit ein paar Gewittern hier aus den Alpen heraus. Gleichzeitig schiebt sich hier von Nordwesten so ein Wolkenband, das ist eine Kaltfront rein, so etwa bis zum Nordrand der Mittelgebirge und ins nördliche Brandenburg. Und da sehen wir auch gleich, da ist es auch deutlich frischer mit 21 bis 27 Grad, ansonsten nochmal Hitze bis 33 Grad.